Bruno, Kokosnuss! Mach! Kokosnuss! Super! Sauerkraut, Sauerkraut, Sauerkraut! Und jetzt wird per Ding gemacht! Was die Frau sich wünscht, was sollen die zuerst machen? Wer soll wem die Nippel lecken? Und zusammen haben wir 6 Löcher! Okay, dann sag ich mal ja bei 3er. Bis hier. Ja, sie hat ja gesagt, Jungs! Du bist da, wo ich fahr gerade bei Autohaus. Komm, Autohaus. Naki, ja. Komm schon, Baby, mach dich nacki, zieh dich aus für mich. Oh, ihr Kurva, ihr Mann. Kennt ihr nicht diesen Song? Komm, Baby, strip für mich, zieh dich aus, strip für mich. Ich hab auch ganz bestimmt genug Scheine mit bei dich. Kennt ihr nicht? Das kenn ich nicht, sing weiter. Komm her, ich strip für dich, guck hin, ich strip für dich. Wenn ich auf dir sitz, ah nein, ich wackel mit die Backen, siehst du, wie es klatscht den Takt zu Beat, siehst du es, ich ertaste sie. Gib mich dein Geld, ich zeig dir, was dir gefällt. Kennt ihr nicht das Song, Mann? Ich lieb das, Mann. Du warst es, die das gerappt hat, oder? Kann es sein? No, eigentlich nicht. Ist der von dir, der Track? Wartet mal, haltet hier an, bitte. Das ist doch von Paul. Sorry, hier ist von meinem... Wir gehen jetzt in das Büro von meinem Mann. Okay. Von deinem Mann? Dickst du richtig? Von meinem Ex, ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hab den Schlüssel vergessen. Wo ist mein Sohn? Der hat's nicht geschafft. Okay, Leute, das war's. Wir haben keinen Schlüssel dabei. So, ich wollte mit euch Hardcore-Party machen, aber... Ich sag dir gleich, warte. Ich hab den Schlüssel nicht dabei. Also, ehrlich gesagt, dieses Schloss ist hier irgendwie nicht da. Lass uns gehen, wo die Zelte sind, unter die Brücke. Okay, dann lass uns da gehen. Lass uns Outdoor heute machen. Outdoor, ja. Outdoor, fuck? Outdoor, ja. Okay. Mistress, du machst Mistress, Outdoor Mistress. Was ist das? Der Affe wird mich schön hinten einen reinjagen und ich werde das Ding gebären. Da sind die Morgen Swap, schön in die Swap. Schüssel werde ich den reindonnern. Ja. Den Jungen. Ja, okay, dann lass uns fahren bei Outdoor Fager. Ne? Wir machen heute schön Friendly Fire an. Also davon distanziere ich mich. Muss ich mal pissen oder so? Ich habe die Kanister dabei. Geh mal hin und bell den Taxifahrer an, dass der gleich mal weiß. So, was heißt die Session am Strand? Ja, komm, Strand. Am Strand, oder? Beachparty. Nein, gefällt. Dann los geht's. Du, ich hab auch eine Spritze dabei zum Einschläfern. Wenn so, du pass mal auf, die ist noch ganz sauber. Ist das eine Ansage, oder was? Wieso? Ja, du weißt doch, tollwütige Hunde, die muss man einschläfern. Knabber ihn mal an, Bruno, zeig ihm mal. Knabber ihn mal an. Richtig anknabbern, Junge. Knabber den mal an. Hey, lass ihn in Ruhe, Bruno, komm, alles gut. Wir brauchen den noch, der fährt doch, Mann. Sauerkraut, Sauerkraut. Hey, los geht's zum Strand. Das ist schön heute. Wir sind so froh. Wir hatten, dass wir als gute Freunde die gleiche Frau besitzen, ist für uns eine neue Experience. Hattet ihr das noch nie oder was? Natürlich nicht. Oder nicht, Affe? Das ist für uns das erste Mal. Du bist auch direkt zur Mutter geworden von 2 Kindern. No, ich will das nicht mit Mutter und so. Die sollen mich nicht Mama nennen. Das ist nur unser Dreier-Date, Theo, Mann. Da kannst du die Kinder nicht mit einmischen. Mein Bruno gehört dir dazu. Immer eine, die sich auch kümmert um die Kinder, weißt du? No, ich will nicht diese verrückten Kinder von anderen Frauen. Meine Kinder sind nicht verrückt. Talentierte Wunderkinder. Das mag ja sein, dann lass die aber bei dich. Ludmilla ist einzige Maschine, Melkmaschine. Bruno darf auch mal. Wer darf zugucken und wer nie? Du bist der Einzige, der zugucken darf. Sonst keiner. Du sicherst ab. Schakelacke. Abflöki. Wunderbar. Guter Mann. Perfekt. Super. Bello wieder losgeschickt, Jung. Hörst du mich? Alarmanlage ist scharf, ja? Ja, wunderbar. Musst du Abstand nehmen. So. Wir machen jetzt Geschlechtsverkehr. Wir mussten aber nah bei Wasser. Zum Fall. Zum Fall. Wir mussten nah bei Wasser, bitte. Natürlich. Ey, Ludmitschka, du bist hier nackig. Ja, natürlich, wir sind doch bei Strand, ich muss doch Pikini hier rausholen. So, jetzt nah bei... Was macht der denn jetzt? Wie ist das denn? Jorgo, das gibt jetzt schon. Dafür bin ich mit der Cross reinfahren. Ja, jetzt kommt Bruno, fahr lieber weg. Sehr gut, Bruno, hol dir den. Nein. Ja, selber schuld, Bruno sichert ab. Ey, was ist mit dem Taxifahrer? Ey, du pervers Ding, Mann. Taxifahrer, geh, der Hund ist scharf. Renn! Der Hund ist scharf, renn! Ich sag mal so, der Hund, der trifft ja nicht mal was. Ja, seh ich. Trifft nicht, ja? Also nicht, lass ihn, lass ihn. Taxifahrer, geh! Oh mein Gott. Das wird hier keine... Bruno, Sauerkraut! So, das Erotik ist komplett weg. Bei mir nicht. Ja, was ist denn hier mit der Crossmaschine? So Bruno, schick die Leute weg hier. Schick die Leute hier weg. So, jetzt haben wir die große Geschütz raus. Oh, verdammte Kacke. Was ist denn das für Motorradkacke hier? Jorgo! Mir reicht's. Gib mal die Waffe. Jorgo, bleib mal stehen. Papa, hast du ein Pistol? Mach das jetzt. Los, Papa, los, zeig mir, wie die funktionieren. Bam, you!
So, also könnt ihr jetzt mal ganz kurz hier weggehen? Ich will mit den Jungs loslegen. Ich habe extra mein Sadomaso. Oh no, kümmere dich um den Pinken und den Taxifahrer, dass die wegkommen. Wer ist eure Gottin? Mama. Aufstehen, nicht fallen, los, aufstehen. Da reicht doch. Da könnt ihr stehen mit die Ferienglas und gucken, wenn ihr gaffen wollt. Die soll sein Fresse halten, hat dein Maul, Junge. Habt ihr ein Ferienglas? Ich hab gesagt, darf man einmal in Ruhe ficken, oder was? Bruno, schrei doch nicht so! Papa kann sich nicht konzentrieren! Abflug, schrei nicht so, Bruno! Papa muss sich konzentrieren! So, jetzt sind wir soweit. Jetzt kann's losgehen. So, also, dann fangen wir mal an. Wollt ihr die Stufe 2, ja, von Hardcore? Stufe 4. Stufe 4, okay. Stufe 4, ja. So, bei uns in Polen ist das so, bevor da beginnt bei Blowshop oder sowas, eine Reinigung von Mund. Bei was? Wie bei was? Bei Blowshop. Okay. Also, ihr geht bei Wasser und spült eure Rachen. Wie? Du musst doch spülen. Du musst doch dich sauber machen im Mund. Danach am besten, doch nicht davor. Was soll die Scheiße jetzt? Ihr beide macht erstmal, ich will. Was ich will Bruno, okay, ich geh ausspülen. Ja, ich geh auch. Guck mal, Bruno, da bin ich stolz wieder. Guck mal. Ich will das Gurgel hören. Ja, natürlich. Okay, das reicht. Das ist ein ganz neuer Blick für mich. Bruno, guck, dreh dich um! Kacke! Weg bitte! So, jetzt sind wir alle sauber. Jetzt kann das losgehen, ne? Na, nu? So, wer ist aktiv, wer ist passiv, Bart? Ich bin Frau. Uch, Entschuldigung. Ich bin aktiv. Okay, aktiv Blast, passiv steht. Was? Wie, das geht doch? Wie? Hä? Der Wind? Ja, aktiv war doch das Affe. Du musst die Job machen und der andere steht wie ein Blow. Ja, genau, das ist das Gleiche. Du bist aktiv und ich bin passiv. Ich stehe genau da, ich bin bereit. So, jetzt los geht's. Guck, dass du das richtig machst. Zeig jetzt mal, wie du boosten kannst. Trau dich. Super. Oh mein Gott, warte. Du hast doch gesagt, du hast Beschneidung, das sieht mich gar nicht so aus. Ich bin vorbeschnitten, guck mal. Aha. Jetzt ist auch der letzte Nillekäse weg. Spül deinen Rachen aus wieder. Ich spül wieder, ja. Aber Lutschmila, das ist doch... Ist das normal bei euch so machen? No, das ist mein Fetisch. Was ist das? Mein Fetisch. Ich steh drauf. Fertig? Fetisch. Diese sind wir fertig, oder was? Nein, wir sind noch lange nichts fertig. So, jetzt Sandwich. Sandwich mit Großsalami. Mit dir auch mal, ey. No, lass uns auch mal ein bisschen gucken. No, bei dir mal. Wer hat das größte Salami? Ja, ich. So, dann er ist die Salami und du bist das Brot. Warte mal, ich hab Haare in der Fresse. Hinlegen, Brot. So, hinlegen. Wer Brot ist jetzt? Affe, leg dich hin, wir sind ich eine Familie. Brot, du bist Brot. Schwarzbrot. Toastbrot. So. Warte Sekunde, ich muss noch mal gucken. Sekunde. Und los. Oh mein Gott, Baby, ihr seid so heiß beide zusammen. So viel Cabanossi liegt hier rum. Eine größer als die andere. Okay, habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche? Ja, jetzt machst du mal ein bisschen. Ja, ja. Jetzt, was haben wir jetzt? Bist du auch mal dran, Mama? Jetzt musst du uns auch mal irgendwie, weiß ich nicht, auch mal Salat geben oder irgendwas. Salatblatt, Kopfsalat. Wartet mal, in meiner Ritze ist Sand, ich wasch das kurz. Was? Zeig uns mal die Pflaume oder so. Was denn? Ist gut hier. Ah! Ja, mach jetzt rein. Ich spul das kurz raus. Was? So, jetzt. Langsam. Die letzte Körner. Ja. Mach die letzten Körner auch noch aus. Okay, und jetzt? Okay, jetzt. Ich gebe euch einen Vorgeschmack, okay? Ja, gib mal einen kleinen Geschmack. Okay. Komm, Baby, stripp vor die Stecken rein, ich stripp vor. Das war ein Scherz, Leute. Denkt ihr, ich mach sowas? Sehe ich aus wie Schlampe oder was? Wir sind doch Mann und Frau. Ja, das sind wir, aber das geht nur bei Bett. Ich lass mich doch nicht wie diese Kleine vom Ballermann am Strand nehmen. Also ich sag ehrlich, das war jetzt mir ein bisschen eckig, der Arsch. Theo hat einen runderen. Ja, ich fand meinen auch hübscher. Na gut, dann nochmal ihr zwei. Ja. Bucken. Nee. Nein. Jetzt bist du mal dran. Achtung, jetzt stehen wir mal hier oben. Jetzt sind wir mal. Jetzt ist Bruno ausziehen. Ja, mein Problem. Ausziehen, mitmachen. Du bist dran. So, ihr bleibt da stehen. Ich muss doch erstmal bei euch Prostata untersuchen. Nein, musst du nichts mehr untersuchen. Geh jetzt mal dahin zum Bruno. Jetzt gehen wir mal hin zum Bruno. Jetzt wollen wir auch mal gucken. Jetzt bist du was. Bruno, geh zu Mama. Komm mal her. Gib dich ein bisschen Milch, komm her. Also, erstmal meine Pisse hier eincremen mit meiner Pisse. Wie hat diese Urin fertig, Mann? Ey! Scheiße, Mann. Komm zurück hier, ich hab dich eingecremt in mein Pisse, da pisse ich immer rein. Ich mag nicht das Natursekt. Wie Sekt? So, trink mal ein bisschen, Bruno, trink Wovon? Mal. Trink von der Muttermilch.
Trink mal, probier mal. Hey, Rick, wir wollen hören, aber. Oh mein Gott, was macht die da, meine Gute? So, davon distanziere ich mich aber. Distanziere ich mich aber. Ja, jetzt ist aber gut. So, jetzt ist gut. Jetzt ist aber mal gut. Ja. Wunderbar. Ja, das war nur ein Vorgeschmack auf Beziehung, ne? Das reicht jetzt. Ja, okay, das war kein Vorgeschmack. Wir sind jetzt verdammte Eheleute, alle drei. Ja, der Einzige, der Minus gemacht hat, bin ich, Mann. Na, wieso? Ja, du wolltest immer aktiv und du hast doch kein Minus gemacht. Ich hab mir, ich hab's genossen. Das, ey, das bleibt unter uns, das erzählt ihr keinem hier. Wenn ihr hört, Locke war hier am Dings dran, dann, ey. Ich hab den Brünetten genossen. Ja, na, die Kamera, warte mal ganz kurz. Wer hat positioniert euch? Na, mal tickst du richtig, ey. Bruno! Was filmt die denn? Kokosnuss, was Kokosnuss? Die Cowboy, Kokosnuss. Weg. Wo ist... Na, no, die hat mich angerufen. Ich hab gesagt, wir sind bei Autohaus. Kokosnuss, Kokosnuss. Oh, verdammt. Ey! Ey! Nein! Ey! Cowboy! Das hast du nicht gemacht. Du hast die Leute umgelegt! Hände hoch, gib die Waffe, gib die Waffe. Waffe her, abgeben. Hände hoch, du Wichser. Was war denn das, Mann? Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Du hängst in die Luft? Ja. Soll ich dir eine knallen? Komm runter da! Ey! Scheiße, was ist mit dem Affen los? Komm runter jetzt! Jungs, wir haben Probleme, wir haben Probleme. Was für Probleme? Der große Stadtboss Cowboy, kennt ihr den? Der hat Leute umgelegt. Wir suchen einen. Wer ist der Cowboy? Cowboy, kennt ihr ihn nicht? Cadillac Cabrio, Lederjacke und Cowboyhut auf. Ein älterer Herr mit grauen Haaren. Der kam in die Stadt, hat gesagt, er ist der größte Boss von alles. Jetzt kam er hier hin. Braunes Auto. Der hat mein Kind umgebracht und unsere Frau. Vom Affen und mir die Frau. Auf den ist... 1 Million Kopfgeld auf seinen Kopf. Aber lebend müsst ihr uns bringen. Lebendig. Lebendig? Der hat die alle umgebracht. Million. Okay, Hermanos, wie wollt ihr jetzt den Plan durchführen? Wo sollen wir ihn hinbringen? Ja, gib dir meine Nummer, wenn ihr ihn habt, ruf an. Ja. Ja, alles gut. Gib mal die Nummer. Der fährt in einen alten Cadillac. Alles gut, du kannst mich anrufen, Perez. Ah, sieh, dann... Ey, sieh, dann nein, dieser Cowboy meint, er regiert euch alle. Er ist der Big Boss. Er ist gefährlich. Er hat meinen Sohn sogar umgebracht. Ein Rottweiler geht. Weißt du denn? 26, Locke. Das hatte er natürlich auf keinen Fall verdient. Ein Rottweiler-Kind hat er umgebracht. Mein Wachhund-Kind. Oh, wir haben die Smedic gerufen. Ja, Schatz. Ich liebe dich. Ize. Letztens waren wir in Berlin im Urlaub. Da haben wir Zeche geprellt gemeinsam. Da fing die Liebe an. Und dann Hotelzimmer gegenseitig runtergeholt. Im Alex-Café. Das ist wahre Geschichte. 9 Euro. Aber wir haben ein Foto gemacht mit Bedienung. Halt, stopp. Abgau. Spaß muss sein, die 9 Euro kriegt sie noch. Ja, aus Versehen. Für eine aus Versehen. Aus Versehen gegangen. Wir kommen gleich. Ja, wir kommen doch nochmal. Ich glaube, ich zweimal allein. Ist wahre Geschichte. Hallo? Aus Versehen Zeche geprellt. Wir haben es nicht absichtlich gemacht. Wir kommen und bezahlen noch die 9 Euro. Es war nicht. War wirklich nicht Absicht. War keine Absicht, Jungs. Wirklich null. Habt ihr den Cowboy gar nicht gesehen? Hier, ich hab ihn, doch, ich hab ihn, ich hab ihn, komm. Wo ist er? Wir wollten mit den fertig lebt machen. Lebt ihr noch? Nee. Wie nee? Warum lebt ihr nicht? Wir wollten doch bei dir fertig, das, was sollen wir mit deinem Toten? Was sollen wir mit dem jetzt? Mach ihn lebendig, wir gehen mit ihm in den Berg. Naja, ruf einer mal, schreib mal einer Dispatch. Oh, Entschuldigung. Ruf mal einen bei Doktor. Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Keine Absicht, mein Pastor. Tut mir leid, wirklich. Sorry, tut mir wirklich leid, verdammt. Kokosnuss, Kokosnuss. Schwere Hände, geht nicht. Ja, ja, ja. Zeig mir, Papa, wie das geht. Hat jemand schon einen Mediker rufen? Wir brauchen Medizin. Warum kann ich mit die Cowboy spielen? Ich mach das so, wie ich mit deinen Brüdern gemacht habe, die Fake. Was willst du spielen? Wir gehen auf die Hohe Berg, auf die Inns. Darfst du. Und dann legen wir ihn in die Köme. Ich mach die Kokosnuss mit dem. Ja, aber erst auf Mama ein bisschen mit ihm spielen. Level Ack. Level Ack. Level Ack, wunderbar. Dann mach ich Level Drill für das Auto. So wie wir früher die Filme geguckt haben. Papa und Sohn Filme, Heimatfilme. Hä? Fällt mir, das mach ich mit dem. Ja, guck, wenn er hier aufwacht, ruf uns an. Das meine ich. Ja, natürlich, das ist die Drecksau. Sehe, und ein Dankeschön erwarte ich, ja. Ey, Dankeschön, wirklich Dankeschön. Dankeschön. Bruno, gib ihm einen Kuss, gib ihm einen Kuss. Bruno. Ein Kuss, ein kleiner Kuss. Ein Kuss, komm her, oh, eine ist keine. Aber auf den Hintern bitte. Gib ihm einen schönen Kuss, einen schönen nassen Kuss. Schön holländische Leckerchen, hä, für dich. Ein bisschen in deine Zunge geleckt, wie ein Hund. Hallo, eine Katze, guck mal, Bruno. So sieht ein Katze aus. Das ist ein Cat. Upsala. Vorsicht, Bruno, ey. Fang mal die Katze ein, Bruno.
Fang mal das Katze. Komm, wir fangen mal das Katze. Da ist das Katze, Bruno. Guck mal, streicheln das Katze. Schön brav Ei machen mit die Katze. Brav Ei machen. Brav Ei machen mit das Katze. Hey, Pascha, lass mal gehen hier, Blätter. Guck mal, schön. Die Blätter, hast du Blätter oder was? Ist das dein Katze? Ja, das ist mein Katze, das ist Pascha. Hey, Bruno, der ist für dich, Mann. Kann das mal streicheln, mein Sohn, mein Kind? Kannst du machen, kann Bruno, Problem. Geh mal Ei machen mit das Katze. Mach mal Ei mit das Katze, sei feini. Ja, feini. Nicht essen, nicht weh machen, nein, das Katze. Das Ohr war dreckig von dir, ich hab schön. Die Farbe geleckt. Geh nochmal Fell lecken, mach das sauber, das Katze. Sauber machen, das Katze. Und gut, Bruno, das ist ein Katze. Brav warst du, schön warst du. Brav. Ich glaub, die mag dich, Bruno. Wieso hier ein bisschen was zu essen kann? Ja, und die kann die essen, wenn du willst. Bruno, sag mal, wie gefällt mir noch ein Alkohol hier? Wie eine B oder was? Irgendwie sowas, ja. Kann ich mir besorgen. Hier, wie lege ich auf die Boden für dich? Die ist schon verschimmelt. Aber Schimmel schmeckt auch noch etwas, natürlich. Hey, Bruno, was geht? Bruno, ich danke dir wieder mal einen Moment. Ich hol dir eine Kleinigkeit. Ja, was geht ab, Jungs? Die LGS-Kinder. Ey, Theo, ich seh dich nach langem erst wieder, Mann. Was geht? Das Stimme kenn ich doch. Ja, ich bin Rick, Mann, Rick. Oh, Ricky mit die kleine Dick, der hat einen ganz kleinen Schwanz, Bruno. Oh mein Gott, von den OGs. Hier verdammte Kacke. OGs, Junge. Oh mein das ist Bruno, mein Wachhundkind. Ich bin ein Hundesohn. Bruno wird immer nur totgeschlagen. Spiel mal mit den Kindern hier, Kokosnuss. Okay. Nein, geh weg, bitte. Sauerkraut, brav sein. Sauerkraut, Hassi. Bah. Eins müsst ihr euch merken, wenn mein Sohn da ist, sagt niemals in seiner Nähe diese Nuss, was kommt aus Karibik von die Palme, ja? Niemals das sagen. Kokosnuss? Oh. Kokosnuss! Sauerkraut! Sauerkraut könnt ihr das wieder retten. Was machst du so? Wir haben einen Auftrag, wir haben, der Cowboy hat... Kokosnuss! Der Cowboy hat... Hey! Sauerkraut! Ja, Mensch, Kinder, hört auf, das zu spielen. Hey! Hört auf, den Jungen verrückt zu machen. Hast du Lust auf Lasertag? Haben wir den Cowboy da? Sekunde. Ich hab den Affen verloren und der Cowboy ist auch nichts da. Wir suchen gerade die. Ey, das geht gerade nicht, Dofi. Wir sind gerade wirklich in Stress. Okay, ich wollte nicht stören, wollte nur fragen, höflichkeitshalber. Ja, also, ihr kennt uns doch nicht. Papa, wir nehmen die Raketenauto. Wunderbar, Junge, Vollgas in die Krankenhaus. Cowboy, alles wunderbar. Bomb! Ampel benutzt eh keiner von den langsam fahren, aufpassen auf Papa! Ein Feuerball hier! Aufpassen! Fahr gut jetzt! Bam, die war eh kaputt, die Lampe. Wenn wir gleich stehen bleiben, sind wir im Arsch, Junge. Fahr richtig! Dilly! Fahr richtig! Ist alles gut, ich bin Profi in die Race, weißt du doch. Ohne Führerschein. Oh, Junge! Nummer 1 in die Hollen! So, Junge, jetzt reicht's gleich mit dir! Kommst du zurück ins Heim? Kommst du zurück ins Kinderheim? Nicht wieder in die Kinderheim. Gut, fahr weiter, Krankenhaus, langsam fahr. Wo ist die Cowboy? Ja, woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Horoskop oder was? Ja. Was ist das, Papa? Horoskop ist, wenn du auch guckst im Himmel. Das Stern, was leuchtet hell und das gibt Zeichen. Ich glaube nicht, dass der hier auftaucht, Mann. Er ist bestimmt schon weg. Wo ist das? Wo sind die alle? In? Nee, Mann, absolut nicht. Okay, scheiße. Hey! Komm nochmal. Komm, wir fahren, Papa. Komm, wir fahren, Junge. Hat keinen Wert. Bist du auch voll in die Pass Reise, auf, pass auf, da kommt so ein Arschloch. Ah, ey, du Arschloch. Warum sie? Wunderbar. Wunderbar. War gerade auch. Ja. Muss ich ihn finden, ich ihn Junge. Finden und dann bringe ich dich auf die Bäck. Hey! Verdammte Kacke, was passiert? Drauf, komm. Nein, nimm die Abkürzung, fahr Lee. Lee. Einfach liegen, also. Oh! Hoch. Hey! Ah. Verdammt! Kacke, lass mich fahren, Papa. Ich fahr. In die Race. Du bleibst ruhig, Junge. Leichte Hiebe ist gut für dich. Ich bin mit meinem Sohn mit einem Motorrad unterwegs. Fahr den Sohn aufs Flug. Hä? Okay. Komm! Meld dich danach. Komm, Würfelpack! Ja, ciao. Jo. Fahr, Würfelpack, fahr langsam. Man tickst du richtig? Was ist denn los? Fahr richtig! Würfelpack! Die Würfel, Dilly. Weiter so, gut mal. Wir sind da, Ruhe, steh bleiben. Ey. So, jetzt ist gut, runter. Wunderbar gefahren, Junge.
die Cowboy gesehen. Cowboy. Bin ich ja auch sehr oft hier. Becky? Sucht ihr Dieter? Ja, hier ist Becky. Dieter oder? Bruno, das ist Becky. Das ist Becky. Da. Was ist denn, Daddy? Gilt noch einmal Algen im Algen? Natürlich, das ist mein Sohn, der echte Bruno. Hallo, Bruno. Alle, komm, ein Umarm. Und ein Kuss. Mein Sohn, übrigens Nino. Zeig mal dein Kind. Stell dich mal eben das andere Kind. Bruno, gucken. Wunderbar. Bruno, stell dich mal eben das andere Kind. Hallo. Meiner ist hübscher, hä? Ja, sag mal, was soll das denn jetzt reichen? Ja, bei deinem sieht man gar nicht, dass der nach dir kommt. Guck mal meinen an, wie ich den erzogen habe. Was hast du denn mit Richtung, Optimus Prime oder was? Lass die Kinder untereinander spielen und kämpfen, oder nicht? Ja, ich würde sagen, wenn Und los, Bruno! Die Kinder kämpfen und spielen! Pirat! Piratenspiel! Was wollen wir denn spielen? Wunderbar. So, du gehst Lass die Kinder spielen, lass die Kinder spielen. Genau, ja. Lass die Kinder ein bisschen spielen. Guck mal. Von die Affe? Ja, der letzte oder Guck mal, wie die Kinder spielen. Glaubst du, meiner macht's oder deiner? Vielleicht hat Theo. Ja, Schatz, der kann das. Meiner ist ein richtiger Hund. Ja, diese polnische. Ah, die Kinder sind so süß, wenn sie spielen, ne? Ja, ich bin so stolz. Ich bin auch stolz. Wenn ich mein Kind, die werden so schnell groß, du. Mach Kamera halt bereit. Theo. Ei, Affe, Junge! Hey, sie hat mich nach Romantik-Date gefragt. Sie will Romantik-Date mit uns. Wer? Hä? Wo ist sie, die Frau? Warte mal, wo ist überhaupt das Geld? Wo ist überhaupt das Geld? Welches Geld? Warte mal, welches Geld und von welcher Frau reden wir? Das ist unsere Frau, Mann. Was ist, wo ist das Geld? Das ist unsere Frau von uns beiden. Ey, Leute, ich hab doch gesagt, das ist Geheimnis. Welche die Frau Ludmilla? Die sagen das ja nicht weiter. Wer ist denn Lupa? Kommt mal, ich zeig euch das Kennzeichen von meinem Auto. Du bist doch mit Lupa verheiratet. Also ich sage nicht. Unsere Frau ist eine Bitch. Oh mein Gott. Die ist mit uns auch verheiratet seit heute. Ach, das ist der Sugar Daddy, oder was? Zusammen. Die sieht man immer zusammen. Ja, aber die ist mit uns. Die hat mit uns schon Level gespielt, 2, 3 und 4. Dann muss einer von euch das Kennzeichen bitte von meinem Auto jetzt abmachen. Ja, mach ich ab. Ja, mach da ab. Du machst du die Drecksarbeit im Haushalt. Kein Problem. Das macht doch nichts. Kratzer kann immer passieren. Was jetzt noch? Was will der denn? Oh, was ist denn jetzt los hier? Sag mal, fahren die alle? Ey, das war die Cowboy, oder nicht? Nein. Cadillac. Fahr direkt rammen. Ey. Oh, das war die. Okay, war die nicht. Fahr woanders hin, fahr weg. War die nicht. Kann passieren. Fahr einfach. Verwechslung. Au! Ein großer Feuerball, verdammte Kacke! Wo kam das her, Junge? Hinter uns, guck ich. So ein Feuerball! Bam! Verdammte, was ein großer Feuerball! Hab Verständnis für mein behindertes Kind. Vor zwei Wochen hast du mir noch erzählt, hier Bundeswehr. Pass auf, Affe! Soll der Kokosnuss machen oder nicht? Warte, ich hab doch auch hier. Geh hin, mach Kokosnuss mit die Grüne. Welche Grün? Alle drei mit den roten, mit den pinken Kappen. Oh. Ach du Scheiße. 30 Minuten Urlaub hat geschmeckt, wa? So, du nimmst jetzt einmal den Golfschläger und steckst dir den Arschloch. Wenn ich noch einmal damit hier im Würfel packe. So. Bruder, komm! Junge, Bruder, was haben Sie denn mit meinem Kind gemacht? Ach, ich hab das sieht ja gar nicht gut aus. Was ist denn hier passiert? Ach Quatsch, hat der gar nicht! Wo sind die Zeugen? Ich hab nichts gesehen! Wir brauchen die Medics. Ich hab nichts gesehen! Wir brauchen die Mediziner. Hör doch auf, Junge! An die Kinder vergehen! Ey, willst du mich jetzt ignorieren oder was? Das ist ja unfassbar. Ich seh dich doch. Was geht? Was ist denn passiert hier? Alles gut? Ja, wer bist du? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Hort. Okay, du kennst dich doch, Theo. Du bist das? Ja. Was ist denn passiert hier? Mein Kind. Ja, dein Kind hat hier die zwei Bundeswehrler erschlagen. Mit dem Golfschläger. Warte mal, wir haben andersrum. Warte mal. Lass mich nochmal gucken. Hä? Nee, ist nicht mein Sohn. Gut, warum ist sie weggegangen? Wer ist weggegangen? Die, was aussieht wie ich, gleiche Jacke. Malta. Warum? Der kommt nicht mehr wieder. Nie wieder? Nie wieder. Gott sei Dank. Nein, Spaß. Nein, das kann nicht sein, ihr müsst es wieder. Und ich bin auch schuld daran, dass er das gemacht hat. Nee, die Leute schreiben nämlich wegen Charakterkopie, aber der darf das. Der spielt mein Jung. Der darf das. Nein, der. Du hast ihm die Erlaubnis gegeben, dass es darf, weil wir haben ihm gesagt, wie er bei uns eingereist ist, er darf das nicht spielen. Doch, er darf, aber der hat das, der macht das gut.
dass er dir nicht Situationen aufzwingt. Haben wir ihm das verboten. Deswegen hat den jemand vorhin rausgebannt. Deswegen. Ey, der zwingt niemanden was auf. Aber, wenn du sagst, für dich ist das ist Elias, also, das ist der beste Mann. Also Knossi, wenn Elias du sagst, für dich ist das fein, dass er deinen Sohn spielt, dann ja. Der darf das wirklich. Das ist völlig okay für uns. Also für dich ist das komplett fein. Ja, für mich ist das komplett okay. Natürlich. Also der darf das. Meine Erlaubnis okay, ist natürlich da. Hey, Cowboy! Komm mit! Mitkommen. Warum denn? Mach mit Waffengewalt. Nein, Cowboy, tickst du sauber, dich zu verkleiden? Ich hab nichts getan. Komm hier mit, du Ratte, du hast mal unser... Komm hier mit jetzt. Diskutier hier nicht vor die Bullen. Herr Polizist. Mach ihn Kabelbinder. Kabelbinder dran. Die wollen mich verhaften. Hey, Schnauze, Junge, du kommst jetzt mit hier. Der Wagen. Das ist mein Freund, Mensch. Lass er hier. Tickst aber nicht richtig. Der hat Leute auf den Gewissen. Ich bin etwas aufgeregt. Cowboy, der Mann sucht mich. Du kommst jetzt schön mit. Ich komm nirgendwo hin. Ich bin ein freier Mann. Komm jetzt mit. Hör mal, tickst du noch? Ey! Noch ein. Was machst ihr denn hier für Jawohl. Kacke? Was ist das denn hier für Kacke? Heyo. Warum seid ihr böse zu mir? Ey! Hier! Das Maul eine rein! Der Bulle schön in die Schnauze eine drauf hier! Jungs. Was ist denn Ruhe? Ey, chill kurz. Entschuldigung, was soll denn die Scheiße? Der Cowboy aber auch wirklich wieder fähig, wie wirklich gar nichts. Hallo, statt er mal mitspielt. Daddy? Wo ist die... Ja, mein Kind. Der holt sich Hilfe bei den BVB-Crips. Wo ist Cowboy? Ja, der holt sich gerade Hilfe bei den BVB-Crips. Wo ist er? Da hinten ist der. Antraben, Cowboy, antraben. Los, antraben. Der bleibt hier. Der bleibt nicht hier. Mein Sohn kommt gleich. Der hat euch alle verpfiffen. Der hat Leute umgebracht von der Familie. Wir klären das mit ihm. Dann könnt ihr ihn haben. Meister, egal was du sagst, der Kollege bleibt bei uns. Gang, Alter. Gut, Cowboy, mal wieder versaut. Gut, Junge. Cowboy ist mit die Gelbe. Die lassen ihm nicht gehen. Affe! Cowboy ist mit diesem BVB-Creep. Da, diese Gelbe da. Ja, ist okay. Ja, tschüss. Achtung, pass auf. Die schützen ihn. Der steht da und sagt, das sind ihre Freunde. Er darf nicht mit. Wir müssen aber gucken, dass der Helikopter nicht verschwindet. Ich bin hier! Ja, du bist hier noch, Bruno! Hast du gut gemacht, die Bullen weg! Hast du gut gemacht! Ich war kurz in Malta, eine kleine Urlaub, aber ihr wolltet mich, glaube ich, nicht im Urlaub haben oder so. Natürlich nicht. Wie war das, Malta? Wie war das Wetter? Ich war nur im Flugzeug, bin rausgesprungen danach. Junge, jetzt machen wir jetzt richtig Eis. Jetzt lernst du mal vom Papa, wie man einen richtigen Bruch macht. Mit dem Erpressungsgeld. War wunderbar. Erpressungsgeld, Junge! Natürlich. Wie viel hast du im Konto? 450.000, Junge. 300.000 jetzt rüber. Banknummer. Bank. Ack! Ack! 999! Gut, warte nochmal! Ack! Ack! 999! Nu. 2! 2! 9! Nun! 4! 7! 0! 0! 4! Ack! Ack! 6! Ein. Schau mal, am Papa ein bisschen abgeben, nicht, dass es verloren geht, gell, Junge? So, wunderbar. Ja, weiter sparen und abdrücken. Natürlich, wie immer. Warst du schon mal Prinzenallee essen, Dickerchen? Nee. Du gehst mit, du machst mit dem Buch. Danke dir auch nochmal, Paul, ne? Der geht mit. Dann lass uns morgen Ausflug nach Berlin machen, mein Besterchen, Dickerchen. Und dann treffen wir uns in der Punkstraße. Schreib's mir einfach auf ganz entspannt. Du gehst doch nicht mit Wildfremden mit, OCK. Locke, mein ich natürlich, danke schön nochmal. Weißt du, wer deinen Sohn überhaupt gefunden hat hier? Ja, das war der Playboy. Ich hab deinen Sohn gefunden. Meinst du, du hast uns damit eine Freude gemacht, du Arschloch? Na, der hat selbst verletzlich, Alter. Guck doch mal auf deinen Kontostand. Er hat mir genau erzählt, was da passiert ist. Der ist Millionär, du musst ein bisschen bei den lutschen. Hast du Millionär? Natürlich, sind Millionär. 80 Millionen. Ja, dann lassen wir euch beide mal kurz in Ruhe, oder? 200. Das ist ein guter, die Playboy. 200 Millionen auf die Konto. 200 Millionen? Yeah. Gib doch mal 10, das tut nicht weh. Ja, 10 kannst du der Gruppe wirklich mal geben. Dann rufe ich dich auch mal an in Berlin. 150 muss ich jetzt investieren. Ja, das sind immer die Geschichten, ja. Für 10 Millionen gehe ich auch mal mit Berlin mit dir essen. 5, 4, 3, nein, mach ich nicht. 3, mach, Junge, los. 10 Millionen. Das nur IC, nicht OC. Ich hab für mein Geld auf dem Konto nicht einen Strich gemacht. Natürlich nicht, ich hab das für dich gemacht. 3 Millionen, 3 Millionen, Playboy. Mein Sohn macht das für mich. Solidarität, 3 Millionen. Ist der profitabler als die Frau, oder was? 3 Millionen, Solidarität. Ich hab schwere Hände noch. Sauerkraut. Sauerkraut.
Exorzist, Exorzist! Verdammte Kacke, Junge, was passiert hier? Ich krieg noch ein SMS-Affe, Junge. Jetzt wird's heiß. Geht zum Pi und versteckt euch da, schreibt jemand. Zum Pi? Wir gehen dahin. Komm, Jungs. Los geht's. Playboy, du kämpfst mit uns, mit dem Holland klar. Habt ihr ein Auto? Wir haben Helikopter, komm. Jungs, die Cowboy kommt dorthin wahrscheinlich. Die wird ein Falle sein von die gelbe BVB-Krieg. Seht ihr schon, die Cowboy? Die kann gut reiten oder so. Hast du das gesehen? Ich hab niemand gesehen. Ich noch nie. Ich auch noch nie. Ich find die Arschlock. Ich auch finden. Liebe die Töne, seine Junge. Mein Kind, ich liebe dich, wunderbar. Ich auch, Papa. Heute Abend können wir ein bisschen reinstecken, wenn du willst. So, jetzt ist gut, man muss nicht alles erzählen von zu Hause. Wunderbar, hört doch keine, wir reden doch alleine hier, oder nicht? Das stimmt auch wieder, wunderbar. Wunderbar, okay, ich höre alles. Verdammte Kacke, mach dein Holz zu, wenn wir reden, Junge. Verdammte Kacke, nicht hin, hört! Hände auf, Cowboy! Wir machen Party! Hey, oh, du Arschloch! Was für eine Party, Junge! Stehen, Junge! Hinlegen, Junge! Hinlegen! So, hey, mach die Kabelbinde an, die! Kabelbindung an! Kabelbindung an! Kabelbindung! Arschloch! Jetzt hab ich die! Die Brüne, die Groß! Junge! Junge, Bruno, frag ihn mal, was die mit dir gemacht hat! Die Drecksau! Was hast du mit mir gemacht? Das, was du verdienst hast, du Hinterfotzi. Die Kabelbinde dran, die Playboy. Dickst du noch richtig? Kabelbinder, Moment. Kabelbinding. Mann, Junge, hallo. Hey, Jungs, hallo, Becky. Was machst du hier? Wir klären das mit einem schönen Ausblick auf die Beg. Ja, was? Du hast mir mal eingesperrt. Dankeschön. Du Drecksau. Achso, ihr habt geschrieben. Ja, sicher. Becky hat ihn ausgeliefert. Wunderbar. Ja, Dieter. Und Mandy! Nein, aber ich kannte die Details nicht, hätte ich dir geholfen. Cowboy, guck mal, die Weiber haben dich ausgeliefert und jetzt nehmen wir dich mit. Keiner will was mit so einem Rentner wie die. Du hast hier einen Bruder ausgenockt. Die Weiber haben dich ausgeliefert. Ab in den Raumschiff. Familie sind wir. Abfahrt. Ab in die Raumschiff. Mädels, ihr seid super geil. Können wir mitkommen? Ich will sehen, wie ihr den. Ja, ich will gerne mit meinem Freund spielen. Ihr dürft immer mitkommen. Hey Jungs, was machen wir jetzt hier mit dem? Was ist denn die Raumschiff mit dem? Affe, was machen wir denn mit dem? Ich würde sagen, wir fahren mit Kai, oder? Ich würde dem Bruno das überlassen. Kokonus. Pass auf, Bruno. Hey, hast du noch Kabel mit deinem Opa? Du kannst dich frei entscheiden, was du mit ihm machen willst. Wunderbar, wir nehmen den. Der Bruno, mein Junge, wünscht sich ein Hubschrauber spielen mit Cowboy, dann darf der das. Wir melken dich wie ein Kuh, Junge. Cowboy, sei brav. Wie soll ich denn hier noch brav sein? Sei nett zu meinem Sohn, weil du gehörst ihm. Ich hab ihn ihm geschenkt als Spielzeug. So, jetzt siehst du, geh doch mal runter auf die Knie, kleiner Mann. Runter auf die Knie, Junge, bis die Milch kommt, Junge. Ihr kalt in den Knochen am Kopf. Das sollte man vielleicht eventuell tun, Alter, wenn er in das Leben wichtig ist. Bis das Gelbe rauskommt oder die Weiß. Funktioniert das? Ich glaube, oder das Weiß. Ich kann mich nicht bewegen. Habt ihr den schon? Schwierig, einen aufzukriegen bei ihm oder nicht, Junge. Ja, das ist schon hässlich, aber da kommt schon was raus. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße, wirklich. Da kommt ein Helikopter! Schrapp zu! Oh, die haben was geschmissen! Der geht gar nicht, Digga, Mann! Verdammte Kacke! Medic, right now! Wer ist das denn? Der Kacke ist rausgesprungen, der Vollidiot! Ja. Das war's wohl mit dem Helikopter, wir gehen zu die Raumschiff. Ah, okay, dann müssen wir wohl zur Raumschiff. Knall ihn ab. Aber einfach. Da war auch ein Problem, wir brauchen noch ein Auto. Bruno kann mit ihm machen und spielen, was sie will. Nur Probleme. Cowboy, Junge. Cowboy, entschuldige dich bei Bruno. Der hat ihn verzaubert oder so. Ohne Bruno, ich sag dir, du machst mit ihm 1 gegen 1. Ja, 1 gegen 1. Hier drauf, auf dem P. Aber eh mit Faust und nicht mit Baseball-Schläg. Der hat keinen. Ich hab ihn gerade durchsucht. Ja, der ist ja egal. Ich hab nur gewehrt, Theo. Kleine wenn du verlierst, knallen wir dich auch auf! Baseballschläge und die mit Faust. Alle Platz hier. Wie ausziehen? Das ist ein faire Kampf. Nackig spielen, nackig. Wow. Ausziehen, mein Junge, ausziehen. Voll weg. 3, 2, 1, go! Gib ihn! Jawohl! Ein Tritt, Junge! Baseball-Liga! Bam, ich mein whole one mit dir! Sirenen! Oh, Bullen! Hoch, alle hoch! Abbruch! Mitnehmen, Junge! Police. Bullen! Hoch! Ja, der Police! Die Kacke, Junge! Oh, Leo, das ist nicht Police, das ist Krankenwagen, das ist alles gut. Oh, so. Was ist denn so ein Schreck haben? Ich will, das ist ein Hochier. Sorry, fairer Kampf.
Keiner legt sich an gegen Brüderi. Schnapp dir noch einen, Kokonus. Dem kann man, glaube ich, nicht mehr helfen. Sauerkraut. Sag mal, was soll denn da gehen? Ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Das, der mal, wird nicht. Dankeschön, die Mann. Affe, gehst du? Ja, sag mal, gehst du? Geh schlafen. Lötchen, zusammen schlafen gehen, Lockkopf. Lötchen, ja. War schön mit euch. Ich schick dir morgen Fax. Das war super Abend, Junge. Super. War super, Mann. War super. Natürlich, das war wie in einem Film, in GTA, Pay oder so. Ja, ihr lasst eure Finger von Luke Mulder. Das kannst du dir abschminken. Ja, du darfst ja. Mhm. Aber die kann mir auch einlutschen. Das darf ich auch. Ich darf auch Milch trinken von dir. Okay. Melken. Alles klar. Dann einen schönen Abend noch, ne? Wunderbar. Natürlich. Ey! 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 Den noch sauber? Was zur Hölle? Habt ihr den denn aufgegabelt? Dann mach ich da auch noch mit bei der Kacke. Was ist passiert? Mach mit, Pappe! Der ist einfach abgelaufen. Oh nein, Dino, das ist mein Sohn. Ja, die einfach abgeknallt. Peggy, drück doch mal ein bisschen. Wer seid ihr beide denn? Du musst hier abgeknallt oder was? Drück doch da mal ein bisschen rum. Der Affe hat die alle abgeknallt. Wegen was denn? Der Affe, der hat gesagt, frech. Ja, wo ist der Affe jetzt? Schlafen gegangen danach direkt. Und hört auf, euch an Eier zu spielen, ihr Penner. Ey, lass mich doch besser Eier spielen jetzt. Ja, und du nimm mal die Eier aus dem Mund. Wessen Eier hast du denn schon? Jetzt reicht's mir. Ich esse gerade einen Hotdog. Nee, du haltest durch, Dino. Chill. Jetzt zielt auf ihn. Wer zielt auf ihn? Was zielt auf ihn? Also mach du mal deine Hände hoch, mein Freund. Du packst deine Waffe weg. Warum zielt auf ihn? Der Dickster war nicht richtig. Ey, Playboy! Die überfallen uns! Überfallen uns, Playboy! Wo? Ja, ihr Wow, Alter! Ich nehm euch alle auseinander! Du Drecksau! Ah! Gib ihm. Oh mein Gott. Scheiße, Mann, was macht ihr denn? Man klaut kein Motorrad eines Bikers, merkt es euch, habt ihr verstanden? Wer hat dein Motorrad geklaut, hab ich gar nicht mitbekommen. Was für ein Motorrad? Es ist dir scheißegal, wer mein Motorrad geklaut hat. Du nicht, sonst hätte ich dich gejagt. Okay. Sollen wir Männer Ja, auf eine Aktion folgt eine Reaktion, damit ihr das alle verstanden habt. Ja. Simon Leviev! Wenn ihr die Biker seht mit den Guten, geht ihr denen gefällt. Simon Leviev! Warum habt ihr denn geschossen, ihr Mofa-Gangster? Kannst du dich noch an die Krankenhausaktion erinnern? Von wem hast du denn diese BF genommen? Meinst du vielleicht mein Sohn verwechselt mich? Nein, blaue Hose. Ich habe mir genau gemerkt, wer die genommen hat. Ich kenn dich nicht. Aber es kann doch jeder hier mit blauer Hose umlaufen. Ist doch kein Beweis. Ich weiß, wer der ist. Keine Sorge, Madame. Ich weiß, wer mein Sohn ist. Wer bin ich denn? Ja, bist Theo von Allgemein. Nein. Bist der Ex-Mann von was weiß ich von wem. Von dieser Tessa, was weiß ich, wie die heißt. Soll ich ein Kabelbinde anlegen? Da sind Sie aber falsch informiert. Das war wirklich keine Absicht. Ich glaube, du hast den Falschen bestohlen. Hast du schon mal einen Jungen verloren, ein Kind? Ich habe sehr viele Brüder verloren. Aber jedes Mal, wenn ich ein Bier trinke, geht der erste Schluck auf den Boden. Für jeden gefallenen Bruder. Ein echter Bruder oder eure Pseudobrüder, Kacke? Ich habe nur echte Brüder. Von der gleichen Mutti? Ist egal, ob das von der gleichen Mutti ist. Dann ist doch auch kein Bruder, Junge. Ich wollte deine Motorrad... Hans, komm sofort zu mir. Hans heißt er? Wie heißt du denn? Mein Name ist egal. Aber er heißt Hans. Hallo Hans. Der Cowboy wird euch alle ficken. Der Cowboy ist unser Chef. Ja, und ich fick dich. Wie heißt du denn? Ist doch egal, wie ich heiße. Dann kann dich auch keiner kennen. Ist doch besser so, dass mich keiner kennt. Gut, ich bin dann ruhig jetzt. Meine Stimme kenne ich. Meine? Ja. Yeah. Jo, warum kennst du denn meine Stimme, Mann? Das hab ich schon mal gehört, irgendwo. Jo, meinst du? 100%. Ich glaube nicht, Mann. So, ich Sir? Ich glaube nicht. So, ja, Sir? Bist du das? Nein, bist du nicht, ja. Cocktail Sauce bist du nicht, oder? Jo, halt deine Schnauze, Mann. Ich fick dich. Ja, ich bin Cocktail Sauce. Boah, ich wusste, dass du das bist, Junge. Bist du nicht mehr bei dir, Lila? Cocktail Sauce ist mein Freund. Ihr habt einen Verräter unter euch. Was machen wir jetzt? Erzählt mir mal was von hier. Wo bin ich hier? So, du hast ein bisschen was zum Trinken. Du hast ein bisschen was zum Essen. Du hast keine Waffe mehr. Dankeschön. Ich hoffe, du hast dir den Weg gemerkt, wie du wieder zurückkommst. Nein.
Hey! Hey, ihr könnt mich nicht zurücklassen hier! Ich erklär's dir ganz einfach. Du läufst diesen Weg geradeaus, über die ganze Brücke. Und dann bist du schon in der Stadt. Aber krieg ich meine Pistole wieder, bitte? Wenn mir wilde Tiere begegnen. Wozu brauchst du eine Pistole hier draußen? Ja, genau deswegen, man weiß nie. Hier gibt's keine wilden Tiere. Gib mir das doch, bitte. Okay, wir machen einen Deal. Ja, ich mache einen Deal. Ich lass dir die Pistole da hinten auf dem Boden liegen. Danke dir. Ich warte auch hier. Nö, du kannst loslaufen ab jetzt. Merkt ihr, Mann, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich kenn dich doch, Cocktailsoße, Junge. Was mache ich denn jetzt hier im Wald? Wo ist die Pistole? Wir laufen zurück, Jungs. Es ist soweit. Wir waren hier mal, gell? Wir waren hier mal. 3 hours later. Boah, das ist ja nicht normal, dieser Weg hier. Die Waffe muss da liegen. Sonst bin ich sauer. Bin ich auch wirklich OCC sauer. Da kommt jemand. Hey! Rufen jetzt Gina Lisa an, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, Gina Lisa? Ich schwöre, ich wusste, du bist wach. Es ist keiner mehr wach, außer du und ich. Ich bin ja noch live. Ich bin ja live im Stream auch. Das gibt's doch gar nicht. Natürlich. Wirklich? Ja. Ach, wie schön. Geht's dir gut? Mir geht's gut, und dir? Ja, Gott sei Dank. Dankeschön, mir auch. Wie geht's Mama, deiner Frau? Alle gut? Bei mir alles top, Familie super, ja natürlich. Immer geil, so Chat geht's gut, Chat auch, Chat geht's gut. Chat geht's gut. Schreibst du Hammer. Immer mit meiner Mutter WhatsApp? Ja, ich schwöre ja. Wir haben auch schon Voice gemacht. Und wir grillen bald. Ja? Ja, im Sommer. Dann machen wir eine Grillparty und dann Halligalli Drecksau-Party. Kommst du zu uns oder was? Ah ja, logisch. Na, endlich. Endlich. Oh, das wird so schön. Ich hab dich so lieb, mein Schatz. Und ich wollte dir was sagen. Ich bin so verdammt stolz auf dich, weil du bist der Beste. Du bist der Motherfucker. Nicht umsonst hast du die Krone auf, weil der King ist der King, ja, weißt du? Ey. Es ist einfach so. Du bist der absolute Wahnsinn. Und ich feiere dich. Ich hab das doch alles gar nicht gemacht jetzt die ganzen Jahre. Ich kenn mich doch gar nicht aus. Ich bin noch blond. Ich bin ja froh, dass ich ein Handy in der Hand halten kann. Ne? Und so. Und jetzt kenne ich das irgendwie ein bisschen. Jetzt kriege ich das gezeigt und alle Knossi. Ich sage so, hä? Das ist doch einer von meinen besten Freunden. Ich kenne den doch. Jetzt noch mit deiner Mutter. Ach, deine Mama und ich, wir sind ja best friends for life. Und dann jetzt komme ich zum Grillen und ich bin so stolz aber auf dich. Du machst das so toll. Boah, und du bist der Beste. Schatz, du bist der Beste. Du machst das auch toll. Du machst da die ganzen Shows. Dicke Titten. Aber dicke Titten muss man auch erstmal haben. Ne? Ja, und dicke Lippen. Ja, oh, stimmt. Schlauchbootlippen, ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Schlauchbootlippen, das ist wichtig heutzutage. Ja, nee, das ist ein Must-Have. Das ist wirklich wichtig. Schatz, ich hab dich so lieb. Du bist so bekannt in Deutschland. Einer der bekanntesten Menschen bist du, gell? Schatz, seit 2007. Überleg mal, wie lange das her ist, ne? Aber ich weiß nicht, ich frage mich bis heute noch, warum die mich genommen haben. Ich bin deutsch, russisch, polnisch. Ich habe meinen Ausweis gefälscht. Ich bin 1,68 Meter. Da darf sie ja erst mitmachen ab 1,71 Meter. Jetzt komme ich in den Knast. Ich bin zu klein für Topmodel, aber ich habe es geschafft. Bist du besoffen? Jeder kennt mich. Nee, ne? Bist du besoffen ein bisschen? Ja, ne? Ah, wie? Saufen, hä? Nein. Komm, wir trinken doch nicht. Trinkst du? Nö, ich nicht. Ab und zu wir trinken doch immer nur Tee. Weißt du, ich sauf auch. Ab und zu, gell? Natürlich. Natürlich, Gina. Ich war jetzt mit DJ Tomek am Wochenende wieder. Das ist doch der Wahnsinn. Der Typ ist auch... Also eine Legende. Ich war mit dem da bei Kitzbühel, hatten wir einen Auftritt. Das war der Wahnsinn. Du hast gefehlt. Ah, da hast du gefehlt, echt. Nächstes Mal bin ich dabei, Gina. Ah ja, logisch. Dann melde dich mal wieder. Ich will dich nicht nerven. Ich lasse dich jetzt auch in Ruhe.
Ja, gern. Freu mich immer, den Anruf. Freu mich immer. Piep, 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 ich hab dich lieb. Ich dich doch auch. Deine Leute, die denken, ey, die Lofing, die ruft immer an, die hat sie doch nicht mehr an. Ja, 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 ja. Ja, Chat, 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 ja, ja. Wie oft ich hier sitze und sage, ey, Gina Lisa ruft an. Ich sitze bei Capital Bra im Büro, sag, Gina Lisa ruft an. Ja, 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 ja. Die denken so, ey, die hat sie doch nicht mehr an. Du kannst richtig, immer anrufen. Richtig. Ich danke dir, mein Herz. Ich küsse doch deine Augen und ich speise sie in deinen Arsch. Deine Mama und ich, wir fliegen jetzt erstmal in den Urlaub. Kannst du mitkommen, wenn du willst, mit deiner Frau, oder bleibst daheim, mach mit Chat. Arbeite mal und schick uns die Kohle rüber, gell? Wunderbar, Marie. Wunderbar. Ciao, Gina. Ciao, ciao. Ciao, mein Schatz. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ciao, ciao, ciao. Jungs! Ja, hallo? Ja? Hallo? Was macht ihr denn? Ja, wieso laufen sie ja noch einfach mitten auf der Straße rum? Mich haben die ausgesetzt! Wer? Wer? Motorradbande! Okay, dann doch ist die, ne? Das waren, und die haben meine Waffe auch genommen und die haben gesagt, die liegt auf dem Weg, liegt die nicht. Hatten die Kutten an? Ja. Also Lederjacken? Ja. Ja. Was stand da drauf? Stand da Lost MC drauf? Das glaube ich ja. Lost MC? Ja, die haben mich ausgesetzt. Okay. Ich will mit und die mit euch fangen. Ja, machen wir gleich. Noch ein ich paar will die fangen, Räuber und Gendarm. Ey, das ist meine Familie! Perfekt, das ist meine Familie, Jungs! Kacke, Junge, mein Gott, hey, du hast uns vorhin umgeschlagen, richtig? Nein! Nee, kann nicht sein, ich war im Malte. Ja, du müsstest jetzt theoretisch Hafteinheiten absitzen, ne? Nein, das ist mein Junge. Ich hab den Malte schon abgesießen. Der war in Malteser. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Fahr ich los, Pappe? Aus dem Auto aussteigen. Moment, kannst jetzt fahren dann, ja? Nee, aus dem Auto aussteigen. Warte, 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 Sekunde, warte. Da ist einer umgefahren. Entschuldigung sagen, Entschuldigung aussteigen. Entschuldigung sagen. Entschuldigung für die Umfahren. Entschuldigung. Ja, aussteigen muss man auch so. Soll ich aussteigen, Pappe? Ja, was ist denn, wenn die sagt das mit Uniform, dann kann ich ja Papa auch nichts machen. Ja, ich wollte die ja nicht umfahren, Pappe. Nein, natürlich nicht. Nein. Natürlich nie. Alles richtig gemacht. Wunderbar. Ich bin ein netter Sohn, Lenny. Du bist ein super Sohn. Wunderbar. Von hinten sehen wir ausgleich. Das ist so schön, dass du nach mich kommst. Natürlich. Und nicht nach. Auch manchmal, wenn ich dich sehe. Ja, das ist. Na gut, dass du nicht nach die Mama kommst, nach meine Schwester, ne? Die 320 Kilo Bomber. Du Helikopter, ich sag's noch zum allerletzten Mal abziehen oder sie werden mit Beschuss rechnen müssen. Die Playboy, Junge. Da. Die sind doch zu uns, die gehört zu uns. Wow, 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 nicht. Die Kacke, seid ihr hier Model in the War oder was? Ja, ich hab dreimal gesagt, dass er abziehen. Mindestens einer fährt bei meinem Kollegen noch mit. Oh. Upsala. So geht's auch. Mein Gott. So, wir machen uns wieder auf den Weg weg von der Kajobrücke. Wir auch? Okay. Oh no, da oben sind die Schweine, was hat mich entführt? Natürlich, ich bin von die Military jetzt. Put your hands up right now. Das sind die nicht, das sind meine Freunde, das waren die nicht. Ihr wart doch gerade die uns eine Ansage gemacht haben, oder nicht? Ja, das war der. Das war der auf dem Boden. Wer war das? Der auf dem Boden liegt, der in der roter Blätter. Und wie sieht's da vorne? Playboy auch, Playboy war auch. Doch, ich hab deine Stimme erkannt, lüg nicht, der hat auch euch angepfiffen. Ich mach keine Ansagen. Doch, der hat gesagt, du Arschloch, doch, das war der. Ich hab dreimal eine Ansage gemacht. Ich bin ihr Zeuge, ich helf euch. Hat er nichts zu sagen? Die Helikopter nehmen! Trotzdem wurde ich geschossen. Das finde ich auch nicht korrekt. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn los? Doch, einflank. Oh, Pappe. Alles gut. Oh, oh, oh. Aussteigen, Helikopter sofort landen. Soll ich landen? Sofort wieder dort landen, Ruder zurück, Bruno, dort landen. Wow, wow, wow. Mach doch kein Spiel mehr. Dort wieder landen. Ah, wie landet man das hier? Dort wieder landen, zurück, genau dort zurück. Ich will nur nicht sterben, bitte. Verdammte Kacke, wieder auf, Wo war ich? Was machen wir, Pappe? Raussteigen, wunderbar. Dickerchen, ich sag dir eine Sache. Wenn du mich fragst, was passiert, wenn man mit Theo unterwegs ist, dann habe ich keine Antwort darauf, verstehst du? Ist doch nichts passiert, da passiert Pappe. Nur durchgeknallte Scheiße. Ist nichts passiert. Hilf mir, Pappe, bitte. Bitte lass ihn frei, was hat er denn gemacht? Das lernen wir gleich, ich hab gar nichts gemacht, Junge. Er hat den Polizisten auf dem Dach umgebracht. Indem das war ich nicht, das war die andere Gegend. Eingesperrt gehörst du. Oh, hat er das, ist ja jemand gestorben? Ja, der Polizist ganz oben, der stand neben dem Rotor. Und ihr Sohn, oder was das ist? Ja, aber das ist das nicht aus Dummheit gestorben? Nee, weil er hätte gar nicht einsteigen können. Wenn der da reinläuft. Wo steht das denn?
Der wollte ja, umbringen, jetzt kann ich auf sein Label nicht reingesprungen. Ja, sagen wir mal, unseren Freundeskreis. Ja, dann ist das ja noch zusätzlich Diebstahl zum Mord. Das sind doch, nein, länger. Wir dürfen den nehmen, das ist unsere. Ja, guck mal, das ist unser Helikopter. Warum darf der das nicht fliegen? Komm mal beiseite. Ja, komm. Also, ich hab einen Deal ausgehandelt. Die Bullen dürfen jetzt den Bruno mal komplett voll in die Fresse tasern. Ja, okay, das ist mein Sohn, okay, aber okay. Ja, trotzdem einmal kurz, du weißt, einfach... Arnold, ihren Fernseher weit für Helikopter in Rot. Und dann kommt er wieder frei. Was denn jetzt, Leute? Sag mal, was? Ja, guck mal, die fahren den weg, was erzählst du denn für ein Dreck? Wenn sich der Helikopter hier in Rot nicht entfernt, dann kann ich schießen. Und das ist meine letzte Warnung. Was mit dem Deal, ihr Flachpfeifen? Wenn du 5 Sekunden nicht weg bist, schieß ich. Ey, was ist mit Freddy Mayhew, Alter? Wieso will der immer direkt schießen? Wo ist denn hier ein Helikopter? Also warte, die ballern den jetzt alle mal voll in die Fresse. Also mit dem Taser. Du bist immer direkt und dann ist das Ding. Ich bin nicht mehr. Ja? Ey, Schatzi, was denn los? Was denken denn die Leute von mir? Nur weil ich nachts wach bin wie du, am Zocken bin und so, die denken das nicht, gell? Ich zocke auch FIFA und GTA und so Sachen. Das glauben die nicht, gell? Das müssen wir mal machen. Ja, weil die denken, wir haben ADHS oder was ist das? Gina Lisa Lohfink, die Echte. Die gefälschte mit den gefälschten Titten. Sag mal, spinnen die oder was? Die kennen mich doch gar nicht. Die Leute, die mich doch nicht kennen, die können doch gar nicht über mich urteilen. Aber warte, kennst du es doch da immer so. Aber warum ist das denn so? Ich mag das nicht. Eine Freundin sagt so, bitte hör doch auf mit deinem, du liebst einen Knossi so sehr und so. Ich liebe dich auch und deine Familie und deine Frau. Aber die Leute können doch nicht über mich schlecht reden, wenn die mich nicht kennen. Schande ist das. Ja, keiner redet schlecht von dir. Schande. Schande. Sag mal, nur weil ich schwach bin, warum schlafen die überhaupt noch nicht? Sind die auch drauf? Sind die gut drauf oder gut drunter? Ich weiß es nicht. Was macht der Hund? Ich habe 2, Schatz. Ich habe einen Pomeranian, Simba und einen Chihuahua Nala. Kenn ich König auch. Der Löwen. Ah ja, natürlich. Und wer bin ich dann? Ich bin Mufasa. Du bist Moglis Schwester, die Blonde. Was für Moglis? Ach komm, guck mal, wir müssen mal zocken. Weißt du, wie gut ich bin? Ich kann. Okay, was zockst du gut? Ich bin ja jetzt ganz neu in diesem Internet-Business. Was alles zockst du gut? Also alles. FIFA bin ich gut. Ich auch. GTA. Ich auch. Okay, was noch? Mario Kart. Ja, auf jeden Fall brutal. Aber ich bin Prinzessin, ist ja ganz klar. Ja, dann spiel doch mal Mario Kart mit uns. Ey, bitte lass uns das doch mal machen. Komm, natürlich. Aber jetzt doch nicht. Jetzt ich weiß gar nicht, wie das geht. Jetzt gehe ich gleich ins Bett auch. Ich muss auch. Wieder rein. Ich bin GTA-RP. Hier sind Leute, die sprechen mit mir. Ich muss Gina Lisa Lopez. Okay, mein Schatz. Ich danke dir. Ich küsse doch dein Herz. Ich küsse dein Leber und deine Niere. Keiner soll über mich schlecht reden. Wer mich nicht kennt, soll nicht reden. So ist die sollen in mein Gesicht sagen, bla bla, wie bei dir. Die denken doch, wir sind ein Jahr drauf oder was? Ja. Das geht doch gar nicht, sag mal. Richtig. Nur weil wir gut drauf sind. Aber das ich sag mal, hä? Wunderbar. Die heulen ja alle jeden Tag, die sind ja alle, ziehen eine Fresse, sind aggressiv, depressiv und ich will ja hier mit niemandem mehr reden. Die sind ja alle unfreundlich noch dazu. Das ist so. Die sind, das ist doch hier, was ist denn hier los in Deutschland? Die können ja alle mal freundlicher sein. Wirklich? Wirklich, ist so. Schande über unser Land. Ja, Menschen. Ja, okay, mein Schatz, mach mal weiter. Ich liebe dich über alles, deine Familie, ich küsse dein Herz und auch dein Chat. Und wenn der Chat schlecht denkt über mich, egal, wir machen schon. Wir machen das schon. Wir machen. Der King ist der King und du bist der King, baby. Wunderbar. Okay, mein Schatz, gute Nacht. Ciao, Gina, gute Nacht. Ciao. Jungs, ich bin da. Schade, die Alte am Telefon. OJ, komm mal her, Junge! Was machst du denn für Kack? Verdammte Schande bist du wieder für die Familie! Verdammt! Du hast gesagt, ich soll fahren, Junge! Hoch! Oh, wo ist das Problem? Ich hab das geklärt. Ich schimpfe mit meinem Sohn. Können wir jetzt gehen? Genau, jetzt können wir gehen. Wir müssen die Rechnung für ihren Sohn bezahlen. Wie viel? 530.000. Dickst du noch richtig?
Das kommt vom Taschengeld runter! Upsala! Und vom Kindergeld! Ey, Jungs, da geht mal zur Seite. Weg bisschen, Bro. Was? Lass ihn mal in Ruhe. Ein Drecksball, so ein Scheißkind! So ein teures Drecksskind! Schande über die Familie! So eine Schande! Jetzt bleib doch mal unten. Verrückte Mangos! Nee, was mit meiner Rechnung? Ja, die lösche ich ihn dann, wenn er bezahlt. Theo Abu Faka war dran. Mitkommen. Hey. Scheiß Dachspiel, Junge! Ich komme. Kinderschläge, Kinderschläge! So, ohne Erlaubnis, 500.000 hier, ungefährliches Flugverhalten, auch noch bezahlt. Noch ein Problem, können wir gehen? Nee, jetzt lösche ich die Rechnung von ihrem Sohn und dann dürfen sie gehen. Hab alles bezahlt. Ja, sie sind ein guter Mann, ich lösche die Rechnung. Bruno, das Geld wird bei Playboy eingetrieben, aber sofort. Wir machen jetzt Hotbox im Heli, Alter. Hotbox im Heli. Los, zündet euch alle in den Luntern. Was ist denn ein Hotflux? Ein Hotbox-Dickerchen. Na, sag mal, du kommst aus Holland, ihr habt das erfunden. Kenn ich nicht, Hotflug. Alle Fenster zu und los geht's. Mein Sohn macht das für mich. Gut, aber lässt Papi auch mal ziehen, Alter. Er muss ein bisschen entspannter werden, Alter. Bis du den Fahrer nicht mehr siehst. Eine ziehen wie. So, wohin jetzt? Ja, okay, eine ziehen wie. Theo! Eine Wunder. Kleine für die Seele, Dickerchen. Du weißt, da ist da, Alhamdulillah. Theo, du musst sagen, was du willst. Oh! Wer hat sich ein Gitar gerade in die Hose? Ich hab das Kickloch aufgemacht. Flutschköpfchen. Ah, das hast du gemacht. Ich dachte gerade, das war der Kokische. Seit du hast dir gerade erstmal voll in die Hosen gesammelt. Ja, da bist du wieder frei, Bruno, ne? Ich suche die Motorradbande. Ich soll ausfliegen, oder nie? Ja, das stimmt. Wunderbar. War wunderbar. Jetzt kriegst du eine. Ja, gut, Papa nimmt noch eine. Das war alles, oder was, mein Junge? Schwach. Hau mir noch eine. Genannt, oder was? Noch eine? Ja, gib mir eine mit dem Stau. Hey, schönes Ding. Schönes Ding. Eine geht noch, komm. Bin gefährlich. Noch eine? Ja, nein. Vielleicht Bruno. Gibt es nicht noch eine. Bruno. Eine jetzt oh, nein. Nicht mehr. Nein. Bruno. Papa, ich dachte, das war wohl zu fest oder so. Bruno, du hast doch jetzt mit Papa mein Baseballspiel ausgepackt. Michael John zu seiner Baseballzeit hast du da ausgepackt. Was schnüffelst du mir jetzt so am Arsch rum, Bruno? Geh da weg. Guck mal in die Augen bei dem, Papa. Ja, dann erzähl mir doch. Ja, dann erzähl mir doch mal, mein kleiner Theo. Was hast du denn? Was hast du denn gerade am Telefon so geschnappt? Mich würde auch interessieren, ob da vielleicht die Telefonnummer. Guck dir das Gesicht an! Was? Du mir da mal, Alter, kann er einfach die Essen leiden. Komm, Junge, du bist doch keine Hypnose, Junge! Du bist von der Geisterbahn! Und der hat Spider-Man am Hals, Junge, sehst du das nicht? Spider-Man! Ja, guck. Der wurde so ein Schiff gebissen, Junge. Der ist nicht mehr ganz dicht im Kopf. Wunderbar. Zieh das Brille wieder auf, Junge. Kollege, willst du wetten bei mir? Ja. Komm, Sportwetten, in jeglicher Art. Okay, komm, wo? Komm, kannst du bei mir wetten? Morgen spielt Real Madrid gegen Paris, Habibi. Okay. Kokos noch? Kann ich dir sagen, Real Madrid hat 2,50-Quote, ich will ihn dir zu Hause. Kokosnuss! Eine Million! Du willst so eine Million auf Real Madrid machen? Ja! Okay, wenn du gewinnst, kriegst du von mir 2,5 Millionen. Gut. Was für ein Kavo denn? Was meint die? Ja, Kokosnuss! Ja, kannst du mir geben die eine Million, dann schreibe ich das. Ja, warte mal, woher weiß ich, dass du kommst, wieder bringst, bezahlen? Habibi, machen wir alles auf schwarz auf weiß, bei SMS-Beschädigung. Wir machen so, und was morgen gibt, wenn ich verliere, gebe ich dir, wenn ich gewonnen, bringst du. Guckst du hier mal Internet? Ja. Hab ich hier, kennst du Tipico oder nicht? Abgehoben bist du. Nee, abgehoben. Nur mit kennst du nicht? Kennst du Abubet? Ja, das stimmt. Ja, geh nicht Abubet. Abubet ist die Wett von mir, von Abu Karim. Hab ich eigene Sportwette, Genehmigung von die Stadt hier. Ja? Gibt's dir nur eine originale, Habibi? Nee, das ist auch egal bei dir. Gibt's auch mehrere Leute, hat die Marcel, die Penner von die Platz, hat die auch bei mir fast schon verloren. 1 Million, Habibi, kannst du alle fragen. Kommt das Geld automatisch oder muss man sich treffen? Natürlich. Nee, du machst eine Wette bei mir und dann bestätigst du, kriegst du von mir eine Bestätigung per SMS. Und wenn du gewinnst, du rufst du mich an, gebe ich dir die Geld, deine Gewinne. Aber bei mir ist die gute, kriegst du den ganzen Monat, wenn du viel verzockt hast, 20% Cashback, Habibi.
Und natürlich, die Gewinne werden steuerfrei ausgezahlt. Kriegst du mir 1 Million, Habibi? Machst du auf Paris direkt oder willst du machen, dass die weiterkommen? Weil weiterkommen ist bessere Quote, kann ich dir sagen. Aber in die Hinspieler bei 1-0 verloren, ich ja? Nee, ich hab kein Geld dafür, ich bin arme Straßenpenne. Ja. Was ist Quote Paris-Saint-Germain? Abo Karib! Ich hab kein Handyblatt, ich kann dir nicht mal überweisen, das hat mir Rockerbande geklaut, fällt mir gerade ein. Habibi, kein Problem, hier drüben ist eine Bankautomat, können wir hinfahren. Tesla und... Komm, steig ein, fahren wir hin, meine... Ich blas dir ein. Auto. Keine Angst, ich entführe dich nicht, komm. Kommst du, Kollege? Ja? Pappe, sag einmal meine 2 Mutts von mir. Welches deine Lieblingsmutti? Komm schnell weg, da wollen mich Leute abziehen, komm. Verdammte Kacke. Habibi, hast du keine Angst vor mir, kommst du? Hau Geld alles im Papier. Hast du einen Fehler gemacht? Voila, Geld was weg. Passiert, Alter? Hast du ihn beleidigt? Die wollten Geldwetten mit mir machen. Mein Papa hat auch ein geiler Arschlock. So. Ja, weißt du nicht, Alter? Hast du Rindjob gemacht oder was bei dem Vater? Ich hab schon mal reingesteckt. Was ist denn ein Rindjob? Das ist doch der Rapper, macht der das? Rindjob? Ja, ich weiß nicht, ob er das macht, Alter. Hält er seine Zunge ans Polöschlein oder was? Hat das nach ihm benannt worden? Rindjob. Jetzt macht das alles deinen Sinn, Alter. Wir haben's gerafft, Alter. Ich kenn ihn. Jo, er isst auch gerne Kuchen, ja? Mit Füllung. Nee. Ja? Jetzt ergibt das alles. So hat das alles seinen Ursprung gefunden. Wie die kein Bissingen kommt, geht der gleiche Kuchenladen wie ich. Ja, dann frag mal, ob die vielleicht das, den Rindjob-Kühlschlein haben. Vielleicht ist das so properzenmäßig geformt. Ja. Und dann schlappert er das immer aus, bis die Füllung kommt. Ja, ja. Jo, das mache ich auch gerne, bis was rauskommt. Schlappen. Ja, schön leckere Schokofüllung. Geil, Alter. Ey, sollen wir Zeckers machen, Alter? Was ist das? Habt ihr Bock auf Zeckers? Wir holen uns alle eine BF und fahren Monzilia drunter. Und wer lebend unten ankommt, hat Glück gehabt. Haben wir schon gemacht, Mann. Habt ihr es nochmal? Natürlich, das ist nichts Neues. Du denkst auch, du bist es. Wir haben doch ein Event gemacht. Warst du beim Event dabei, oder wie? Na, ich weiß nicht, ob das ein Event war. Mit ganzer Gruppe. Ach, keine Ahnung. Mit wem du unterwegs warst und das gemacht hast? Alle Leute bin ich unterwegs. Wir können gerne mal kurz gucken hier bei The Lost. Hab ich's grad. Ist keiner da. Ey, da ist ein schwarzer Wagen. Da ist ein schwarzer Wagen. Klaus. Wo ist ein schwarzer Wagen? Hier. Ja, das sind die. Ja? Das sind die. Ehrlich? Wunderbar. Playboy, zoom mal mit deinem Handy. Ja, warte, ich zoom mal mit dem Handy. Ob das, geht das? Pappe, soll ich rausspringen? Ja! Ich hab neueste Immo 3. Aus! Bis später! Nein! Ja! Mach mal ein bisschen Wende, ich seh nix. Der Junge ist schon mal unten und passt auf. Du bist das doch. Wer? Von die Lots. Ich bin noch nicht von den Lots. Doch, bist du. So sehe ich doch nicht aus, Hilfe, nein, Bar. Ich würde sagen, dass du das bist, sonst wollen die dich alle killen. Ich sehe jetzt nicht aus wie ein Biker, oder? Hast du morgen keine Schule? Nee. Warum? einfach so. Gehst du nicht mehr, hast du abgebrochen? Doch, aber ich habe morgen keine Schule. Krank machen? Genau. Das ist immer gut. Steht ein Test an? Nee, habe ich gar nicht. Doch. Oder Mittagsschule auch noch. Ich habe morgen Doppelstunden, deswegen ist es scheiße. Mathe? Mathe, Englisch und Deutsch. Bis jetzt, da würde ich auch nicht gehen. Ja, so, und jetzt die Richtung halten. Das fliegt nicht so gut. Das schaffst du, du machst das. Mann! Gib's nicht! Ach du Scheiße. Wir landen jetzt auf dem Kran. Nein, Kran. Ach hier. Ich auf die Kräne, ja. Ich vertraue dir. Aber das geht gar nicht. Das geht. Konzentriert dich. Hier in dich, Alter. Das Ding ist 10 cm breit. Wir jetzt darauf parken. Sag mal jetzt bitte ganz gut. Ich weiß gar nicht, was die alle hier haben. Da ist was Blaues. Versuch's erstmal da. Wow. Unter dir, genau unter dir. Erstmal auf diesen blauen. Welches blaues Ding? Wenn du das schaffst, dann schaffst du gerade. Okay, festhalten, geht schnell runter. Ich vertraue in die. Genau in der Ecke. Komm, mein Feld, komm schon. Ja. Wunderbar. Ja. Okay. Ja. Oh.
Wunderbar! Ey! Ey! Was geht ab, Alter? Wir machen Sackass. Was ist das, Blatt? Sackass, Alter. Kennst du die Sackass, einfach verrücktes Heiße. Mit den Einkaufswagen einfach einen Berg runterfahren oder so? Ach so, diese komischen? Ja, genau, diese komischen. Wir sind genauso komisch, Alter. Genau. Nein, aber nein, ich habe Angst vor dem Helikopter. Nein, nein, ich bin... Wir hören uns Sackass sehen. Mein Onkel war Helikopter, Fahrlehrer, Pilot. Ja, ich hatte auch mal so einen Fahrlehrer, der hat mich einfach verarscht, ja. Ja, aber nicht einer aus Kreuzberg. Ich wollte einfach, dass ich Ping mache. Ach so, ja, ich wie bin machst du das immer mit den Armen so gut, Anna? Was meinst du? Gute was meinst du denn? Mimike. Hä? Mimike. Ja, wie, kannst du deine Arme nicht so benutzen, oder was? Wow, nein. Aber du musst doch einfach nur deine Arme bewegen. Warum kannst du das nicht? Ich probiere, Moment. Da. Die macht nicht. Warum macht nicht? Guck mal, du kannst doch einfach nur argumentieren, dann bewegst du doch automatisch deine Hände. Verstehst du das nicht? Das ist doch völlig einfach, Blatt. Wie heißt du nochmal? Bruno. Ich muss das ein bisschen anders erklären. Ja. Anna. Ah. Erklärst du ein bisschen anders, weißt du? Bruno, lauf zu Marex. Wie machst lauf du das, Anna? Wir sind da noch, wir haben Unterhaltung. Ich los, weiß komm nicht, her, Dickerchen. Was du meinst, Blatt. Warum? Hast du vielleicht diese Krankheit, diese Muskelkrankheit? Theo. Und kannst du deine Hände auch nicht so gut bewegen? Theo. Das hat er auf jeden Fall. Der hat auch irgendwas. Nein, ja. Theo, benutzt mal deinen F3-Muskel. Ja, aber das macht die so schnell. Was ist F3-Muskel? Ja, ja, so schnell, weißt du? So schnell kann man das nicht. Ja, das kannst du auch so, verstehst du, so. Das ist Training, du musst immer Arme hoch und runter machen. Das kannst du an dich binden, das ist Training. Ja. Ja, ich verstehe das schon. Was hier nee, hinten, danke, ich habe keine Rückenschmerzen. Nein. Nee, oder so, unten den Gaypunkt finden, genau gucken, wo das ist. Du bist, glaube ich, ein bisschen so alt für sowas, für mich. Wenn du genau lange suchst, findest du das auch. Leo, kennst du den Angelhaken? Den Angelhaken kenne ich nicht. Naja, schön mit den Fingers. Ja. Rin? Ja, so 2,5 Zentimeter. Guck mal, Rin. Ja, ja. Reintropfen. Ja, und dann? Rinnen genau. Und dann, zack, Alter, eingehakt, Alter. Hat der Fisch angebissen. Bam! Und dann schön aus, genau aus der Hand gelenkt. Schön aus der Hand gelenkt musst du da machen. Schön aus dem Hand. Zack, zack, zack. Da denke ich nochmal drüber nach. Ja, meine Freundin hat mich jetzt einfach alleine gelassen. Nein, das gibt es nicht. Da. Nur komm mit uns. Ja, was geht an? Natürlich nicht. Komm, wir fahren da hoch. Komm, Anni. Natürlich, komm hier. Gut. Oh, warte, ich guck kurz. Bring mal. Warte kurz, ich muss gucken hier. Yeah. Ah! Ja. Ja, das kann man machen, das kann man überleben. Hat okay. Geklappt, okay. Wunderbar. Theo, jetzt steigst du drauf und ich gebe dir eine. Okay, Kevin, komm. Okay, bist du bereit? Ich bin ready, hau mir eine rein. Viel Glück dir, Alter. Ich komme! Hey! Oh. Wunderbar, dankeschön. Chili. Das war wunderbar. Einmal noch mal. Alle Arme hoch, Bruno. Oh, das hat geklappt. Das hast du gefangen? Mit Motorrad auch. Auch. Komm hoch. Oh, Mensch. Upsala. Oh nein, Kratze. Ja, warte mal. Geht das so? Das geht nicht. Bleib mal ganz gefangen. Also, das geht nicht, da. Ey, das Playboy! Geht nicht! Playboy, fang mich, Mann! Ah! Tony, warte! Oh no! Pass auf jetzt! Bam! Ja! Erster Stock! Ah! Wunderbar. Ich bin wieder dran! Wunderbar! Wunderbar! Komm drauf! Wunderbar. Jetzt, warte. Jetzt komm, Junge. Jetzt war ich bin dran. Jetzt reicht jetzt hier. Bin dran. Wunderbar. Wunderbar. Ey! Kriegst auch noch runter. Einen. Drecksau. Fangen. Wunderbar. Jetzt darf ich mal fahren einmal. Hey! Runter. Ich bin dran. Runter. Komm hier, Pappe! Ich komm mit! Warte mich! Dilly! Ich schlag mich! Warte mich! Drecksack! Hey! Runter! Was habt ihr jetzt hier vor? Ich bin drauf! Oh nein! Oh, weg
offen hat. Falsche, Entschuldigung, Anni. Leo, warum Entschuldigung, falsche. Bleib stehen, Mann, bleib. Oh, fuck, du Wichser, Mann. Das war keine Absicht, falsche. Bin ich verbrannt, Pappe. Oh, hier. Sau, ein Feuerwall. Bam. Bam. Abfahrt. Ich will hier probieren. Ich will hier probieren. Ich will alle hier beide probieren. Abfahrt. Bam. Ciao. Huch. Hey. Tut mir leid, wirklich. Papp, ich rette dich irgendwie. Da gibt's Probleme, da gibt's Probleme. Komm, Junge, Mund zu Mund beatmen. So, einmal Mund auf, Peppe. Und runter auf die Boden. Und runter rein. Rein, Junge. Wir gehen rein. Nein. Wir bleiben drin. Drei Mund zu Mund beatmen. Gab's noch nie. Jedes Buch Theorie-Kurs. Rette Pappe, Pappe! Pappe, Pappe. Tatsiki hat er auf den Mann, das Geld zu klauen. Der hat Geld von Pappe geklaut. Mach den weg, Kokonuss, Kokonuss. Wer? Tatsiki, Kokosnuss. Wer? Bis Tatsiki. Fuck, Alter, hier, Tatsiki geht auch, Alter. Ich auch nochmal drauf. Wunderbar. Wenn du nochmal Geld klaust, Alter. Ja, Kokonuss erledigt. Entspann dich, Junge. Taub ist nicht hier. Ich bin ein Taub, Ich bin ein Taub. Guter Junge, ich steh auf, sag mal, habt ihr nicht so? Aber steh auf, Alter. Indiana kennt keinen Schmerz. Aber ich bin Indiane. Indiane auch. Indiane, Joan. Und runter. Oh, hey. Weiter, Alter. Geht weiter, Mann. Wunderbar. Komm, fahr, Junge. Get your Rappay. Jetzt gerade. Get your Rappay. Fahr, Junge, wir gewinnen. Tilly. Junge. Muss gewinnen von der Alge, Junge! Für die Alge-Family, Junge! Ram die um! Ram die um! Amen, natürlich! Immer fair! Stinkefinger! Stinkefinger für die Wichse! Stinkefinger! Oi! Full power! Medic! Medic, lieber besser alleine nicht fahren, sonst sind wir alle tot! Da waren es nur noch 5, haben wir gesagt. Genau. Gleich wird einer bei dir landen, ich weiß es schon. Wer gewinnt? Schon, die Matic. Let's go! Fahr wie die Profi in die Race. Damals wie in die Holland. Bei die Drogen Race. Bam, Junge. Oh, bam. Ich hab eine Idee, ich weiß nicht hinter dir her. Wo sind die? Reck. Umdreh. Reck. 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 Nochmal Reck. Reck. Da sind die. Zurück! Zurück! Wunderbar! Wow! Da kommen die doch entgegen! Upsala! Ne, jetzt musst du die runterrammen, die Vollidioten! Wunderbar! Fahr einfach nicht hinter die her, die fahren die Vollidioten! Verdammte Kack, was machen die da? Jetzt! Ist das denn für Kack? Ey, Chat, dass ihr immer noch wach seid, ist echt krank! Nimm doch kein Leben, wir sind noch Straßenpenne von die Wüf! Was? Ach so, das ist die OC-Talkie. Fail Repay. Total Raiden. New Life Raiden. Die sind auch tot. Playboy! 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 Ja, hallo! Nochmal fahren und zeigen! Ja, na klar. Aber ich schaff das, weil ich bin der Boss. Oh. 10 Euro, dass die das nicht schafft, mein Junge. 50 Euro, Achtung. Oh, hat sich geschafft, Junge. Verdammte Klugscheiße. Verdammte Kacke, Junge. Drecksau. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Wunderbar, nicht ja, geschafft. Wunderbar. 800 auf mein Konto. Ja, kommt. Wunderbar. Okay, jetzt liegen wir hier alle. Wunderbar. Wie lange habt ihr noch? 2 Minuten. 3 Minuten. Super. Dann bin ich jetzt hier der komplette Arschleiter mit meinen 9. Na gut, dann bist du ganz alleine hier. Was willst du machen? Sie haben ja keine Pistole, ich glaube, ich kann bisher mehr machen. Ich geh auch gleich bei Ney, so Bremi, das war super. Ja, ja war ja. Lustig auf jeden Fall. Theo, gib mal deine Nummer. Nein. Dann nicht.
Doch, ich gebe dir das. Ich speichere das aber nie. Ich habe kein Handy, verdammte Kacke. Ja, egal, mach nichts. Ich habe einfach kein Handy. Jemand hat mir das, jemand Torabband hat mir alles genommen. Ich habe keins. Ja, getan. Die vom Freund. Ja, egal, wir werden schon wieder sehen. Ja, wir sehen uns. Dann kommst du und sagst du Passwort, Brille. Brille. Okay. Dann weiß ich wieder. Alles klar, Malaka. Also gute Nacht. Bist du, bist du griechisch? Herr von Alke, soll ich ihn kurz ja, ich bin Grieche. Ich stecke auch in einer griechischen momentan. Oh, CK. Oh. Ja. Elanessa Filisu. Taxi Malaka. Arapimo. Ich kann nicht Malaka. Hä? Ich kann nicht. Steh ich nicht. Frag, ja. Frag mal deine Sag nochmal. Ich kann nicht. Kannst du ein bisschen leiser reden? Okay. Was kaufen wir? Komm. Was ist denn das? Ist denn das? Hey! Ich wurde abgezogen! Was ist denn das? Ein Müll. Ich habe das Auto, das gekauft, das hat Feuer gefangen. Sofort bei anmachen. Jet oder so. Ich habe gekauft, das ist sofort angezündet. Komm. Bam, Junge. Mortar in the war, Junge. Kugelwerfer raus. Wunderbar, natürlich. Natürlich, Papa kann alles. Natürlich. Achtung. Wunderbar, wunderbar. Achtung. Achtung. Auf Ventilator. Achtung. Achtung. Wunderbar. Oh nein, Kratze. Oh, Kratze. So muss man raus, 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 raus. Wunderbar. Ein großer Feuerball. Wunderbar. Alge.